Hallo und willkommen zu Lunge bewegt, dem Event für mehr Bewegung für Menschen mit Lungenkrankheiten. Ich bin die Rani Gindl und im Gespräch heute habe ich die Sabine Rösner. Die Sabine ist Trainerin für EFT-Klopfakupressur und akkreditiert bei EFT International. Was das genau bedeutet, wird sie uns dann gleich erklären. Und sie ist Coach für inneren Frieden. Herzlich willkommen, Sabine. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Event. Möchtest du noch was zu deiner Person sagen? Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, Rani, für die Einladung zu diesem Kongress. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und natürlich auch freue ich mich sehr, über das Klopfen zu sprechen, über die EFT-Klopfakupressur, beziehungsweise wie dich diese Stressmanagement-Methode unterstützen kann im Alltag, dass es etwas leichter geht. Was möchte ich noch zu mir sagen? Das Klopfen, als ich das kennengelernt habe, das ist jetzt nicht ganz 10 Jahre her, wo ich meinen ersten Kurs besucht habe als Teilnehmerin. Bereits der erste Kurs, also das erste Mal, dass ich in Berührung gekommen bin mit dem Klopfen, hat für mich so viel Leichtigkeit gegeben. Es hat mein Denken verändert, mein Fühlen verändert und entsprechend mein Handeln verändert. Und die Begeisterung, die ich da gespürt habe im ersten Kurs, die gebe ich auch gerne weiter. Und ich merke auch, dass auch mein Coaching sich immer mehr verändert und im Moment oder seit einiger Zeit so dieser innere Frieden im Fokus steht. Weil innerer Frieden, das ist, was wir nach außen tragen. Also so das Außen spiegelt eigentlich uns selbst und je mehr wir mit uns im Frieden sind, umso mehr sehen wir im Außen Frieden und Ruhe. Und das wiederum wirkt sich auf uns aus. Das ist schön und sehr wahr, weil ich habe auch gelernt, in dem Moment, wo ich, auch wenn es eine unangenehme Situation ist, jetzt zum Beispiel eine chronische Erkrankung zu haben, in dem Moment, wo ich sage, okay, ich bin trotzdem im Frieden mit dem, was jetzt ist, wird's leichter. Also man glaubt es nicht, wenn man es nicht ausprobiert hat, aber es wird auf jeden Fall leichter. Danke für deine Vorstellung auch und für den Einblick, wie du EFT, die Klopfakupressur, siehst und kennengelernt hast. Mhm. Wenn du sie jetzt beschreiben müsstest, was ist denn die Klopfakupressur, die EFT-Methode? Also kurz sagen kann man Stressmanagement-Methode, weil alles, was uns begegnet, wo wir eben nicht im Frieden sind, was irgendwie Aufregung in uns verursacht, was uns vielleicht aus der Vergangenheit belastet oder Vorstellungen, die wir für die Zukunft haben, all das löst Stress aus. Und wenn wir dann das Klopfen nutzen, dann haben wir ein gutes Tool wirklich in den Händen und wir werden ja nachher auch noch etwas miteinander klopfen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer spüren können, wie das in den Händen ist. Also haben wir wirklich ein Tool, ein Werkzeug in den Händen, mit dem wir uns wieder in Ruhe und in Balance bringen können. Und zum einen nutzen wir eben unsere Hände und klopfen an bestimmten Punkten an unserem Körper. Und diese Punkte, die liegen auf Bahnen, auf Energiebahnen, die durch unseren Körper fließen, den sogenannten Meridianen. Und wer vielleicht schon Akupunktur kennengelernt hat, weiß oder wird dann vielleicht feststellen, dass gewisse Punkte da übereinstimmen oder hat die Punkte schon kennengelernt. Und indem wir an diesen Punkten klopfen und uns gleichzeitig auf den Stress, auf das, was uns jetzt beunruhigt, ängstigt, ärgert, aufregt, wenn wir daran denken und die beruhigenden Signale über den Körper senden, kann sich die normale Stressreaktion auflösen. Also normalerweise vielleicht denkst du an, sagen wir, du denkst daran, diese Treppe muss ich jetzt da hinaufgehen. Jedes Mal, wenn ich zu meinem Arzt will, muss ich diese Treppe hinauf und das ist jedes Mal anstrengend. Und wenn du daran denkst,
löst das bereits in deinem Gehirn eine gewisse Stressreaktion aus, weil du ja bereits Erfahrungen gemacht hast, wie das sein wird und wie sich das für dich anfühlt. Und in dem Moment, in dem du daran denkst und diese Stressreaktion ausgelöst wird, kannst du deinem Körper durch das Klopfen die beruhigenden Signale senden. Und dadurch gibt es eine andere Information hinein. Jetzt hast du mir die zweite Frage eigentlich schon beantwortet. Aber meine nächste Frage wär gewesen, warum sie denn so effektiv ist, diese Methode. Effektiv ist es, weil wir dadurch, dass wir diese, ich sag mal, so widersprüchlichen Informationen haben, eben auf der einen Seite dieser Stress, der ausgelöst wird, wenn ich an etwas denke. Und das muss ja im Moment gar nicht da sein, sondern nur das Denken daran löst bei mir schon diese Stressreaktion aus. Und ich gleichzeitig klopfe, verlerne ich etwas und ich lerne etwas Neues. Ich verlerne, ich erkläre das gerne so als Verlernen, quasi diese Stressreaktion. Weil ich nämlich immer wieder dran denken, klopfen an den verschiedenen Punkten, immer wieder diesen Wechsel habe zwischen Stress und Beruhigung, Stress und Beruhigung. Und so lernt quasi das Nervensystem, dass es in Ruhe ist, dass dieses dran denken gar nicht schlimm ist, dass da jetzt in diesem Moment, wo ich hier sitze und denke, dass da ja gar nichts passiert. Also löst sich, also wird das, wenn wir es wirklich gründlich machen mit dem Klopfen, löst sich diese Stressreaktion auf. Die Synapsen, die neuronalen Verbindungen, die damit zusammenhängen, die werden gelöst und es entstehen neue. Und das macht das kraftvoll und nachhaltig, wenn wir wirklich auch gründlich dann klopfen an etwas. Wenn ich das jetzt, ich bin ja auch eine Klopferin seit einigen Jahren, ich glaube 2016, 2017 habe ich angefangen, intensiver zu klopfen. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist es so, dass wir nicht nur in der Situation, sondern außerhalb der Situationen, schon wenn wir daran denken, an eine stressige Situation, durch das Klopfen, ich glaube, das ist der Karate-Punkt hier, durch das Klopfen zum Beispiel an diesem Punkt hier, und sagen, es ist alles in Ordnung, zum Beispiel, ich bekomme jetzt gute Luft, wie auch immer, dass wir mit dem sozusagen unser Hirn ganz banal überzeugen davon, dass jetzt im Moment gar nichts Schlimmes ist und wir dadurch aus unserer Angst wieder rauskommen können. Ja, mit einer kleinen Einschränkung, wenn wir konzentrieren uns eben auf den Stress und wenn ich ja jetzt daran denke, aha, dann nächste Woche habe ich wieder diesen Termin und dann muss ich wieder diese Treppen raufsteigen, was mir so schwer fällt, dann denke ich und ich sage mir wirklich, es ist dieser Stress. Wenn ich nur schon daran denke, wenn ich nur schon daran denke, diese Treppen raufzusteigen, dann da komme ich schon gerade in Stress, wenn ich nur schon daran denke. Grausam. Wenn ich nur schon dran denke. Also ich konzentriere mich auf den Stress und formuliere meine Gedanken dazu. Und wenn ich dann in dieser Situation tatsächlich bin, kann es dann genügen, weil der Körper bereits das Klopfen kennt, wenn ich dann einfach klopfe und davor stehe und Was er atme. Für tut. mich ist das Klopfen und Atmen sehr, sehr kraftvoll. So, wenn ich dann da bin, klopfe und atme und dann habe ich einen kleinen Teil, nämlich die ganze Erinnerung an den Stress, der da beim letzten Mal und dem vorletzten Mal gewesen ist, die habe ich dann schon nicht mehr, sondern ich bin offen und bereit zu schauen, okay, wie ist es denn jetzt? Wie ist es denn jetzt dieses Mal? Und ich unterstütze mich und du hast so den positiven Aspekt, die positiven Worte reingebracht. Wenn, ja, wenn ich wirklich offen bin, kann ich sagen, okay, ich öffne mich für die Möglichkeit, dass es diesmal ganz einfach geht. Oder ich öffne mich dafür, dass ich diese Stufen in meinem Tempo nehme und von Stufe zu Stufe weiterkomme. Dass ich mich also so, ja, positiv unterstützen kann, jetzt in dem Beispiel diese Stufen zu nehmen. Ja, super. Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil das ist wirklich oft ein Problem. Das heißt, wenn du dir vorstellst, wir stehen jetzt schon vor diesen Stufen, das heißt, du sagst, es ist auf jeden Fall effektiver, wenn ich vorher schon klopfe, also wenn ich nicht in der Situation bin, sondern in der Situation dran denke, mich sozusagen vorbereite
Und dann hilft es. Oder gibt es auch einen Klopfpunkt, der gut ist, wenn ich jetzt schon sage, boah, ich bin im Stress und ich bin atemlos und ich stehe da und diese Atemlosigkeit löst auch Panik in mir aus. Gibt es da auch einen Punkt oder etwas, was man klopfen kann oder was man mit der EFT-Klopfakupressur machen kann? Wenn du das Klopfen kennst, vielleicht findest du deinen eigenen Punkt, der für dich ganz gut hilfreich ist. Und ansonsten, wenn du Panik ansprichst, ist auf der Brust zu klopfen, also entweder mit der flachen Hand oder rechts und links vom Brustbein, so unterhalb von den Schlüsselbeinen. Das ist sehr gut hilfreich, eben um dieses Panikgefühl zu beruhigen. Weil hier haben wir den Nierenmeridian, der dort oben dann endet und Niere hat mit Angst zu tun, also können wir diesen Punkt stimulieren und klopfen. Und wenn wir dabei, du hast jetzt das Positive dann angesprochen, wenn wir dabei sagen, okay, ich bin in Ruhe, ich bin sicher und vielleicht auch ganz bewusst den Körper versuchen wahrzunehmen. Die Füße, die am Boden stehen, oder wenn du sitzt, dann die Sitzfläche spüren. Also wirklich dir erlauben, in den Körper hineinzuspüren. Dann kommst du ins Hier und Jetzt und deine Gedanken kreisen nicht um alles andere. Was ist, was passiert, was könnte noch alles? Und erlaube dir zu atmen, so gut es in diesem Moment geht. Und Also, mir hat wirklich das so auf den Boden zu so kommen. viel geholfen. Mir hat es jetzt auch geholfen. Bin ganz beruhigt. Mir gefällt dieser Satz, ich bin sicher. Also ich bin sicher, das habe ich mir so oft gesagt und mit diesem Klopfen. Einfach dieses Gefühl auch herzuholen, es kann mir jetzt im Moment nichts passieren, auch wenn mir sozusagen jetzt was Schlimmes passiert, dass ich keine Luft kriege und dass ich mich allein fühle. Aber das ist, ich bin sicher, ich bin hier, ich bin gut aufgehoben, meine Ärzte sind da, ich habe meine Familie, meine Freunde, die ich anrufen kann, wenn, sobald ich beruhigt bin. Das ist was, was mir geholfen hat. Der Vorteil ist auf jeden Fall, wenn man es einfach öfter anwendet, auch schon sozusagen als Vorbereitung auf stressige Situationen. Ja, ganz genau. Weil ganz viel eben, wenn wir Angst haben, wie gesagt, ist das eine Erfahrung, die wir gemacht haben, die projizieren wir in die Zukunft. Und wenn ich jetzt gerade nicht im Stress bin, dann kann ich meinem Körper quasi beibringen auch, wie das Klopfen geht, kann ihm das zeigen und lernen. Und dann wird es einfacher, in der stressigen Situation darauf zurückzugreifen. Also dann habe ich das Werkzeug wirklich, es ist in meiner Haut, es ist in meinem Körper drin gespeichert. Und ganz wichtig erscheint mir, oder auch in meiner Arbeit finde ich es immer sehr wichtig, wenn wir den Körper wahrnehmen, wenn wir uns erlauben, wahrzunehmen, was ist jetzt gerade da. Und wenn du an eine Situation denkst, von der du weißt, dass es dir in der Vergangenheit Mühe bereitet hat, das, und du denkst daran und merkst schon, oh Mann, das kommt vielleicht nicht gut oder wie wird das wohl werden? Wenn du dann in deinen Körper reinspürst und vielleicht auch sagst, ja, auch wenn ich jetzt die Angst habe vor dieser Situation und das in diesem Ort in meinem Körper spüre, ich habe Liebe, Achtung und Respekt verdient, gerade auch von mir. Weil das ist ja etwas, was dann häufig verloren geht, dass wir vielleicht ärgerlich sind oder uns einfach überwältigt fühlen. Und wenn wir uns selber den Respekt gegenüberbringen, stärken wir uns auch. Und nur einfach das zu sagen, ob du es jetzt vollumfänglich glaubst oder nicht, kann dir eben helfen, in der Ruhe, in die Ruhe zu kommen. Sag vielleicht diesen Satz noch mal. Gerne. Also auch wenn ich diese Angst habe, dass das und das passiert und du setzt dann für dich ein, welche Situation in dem jeweiligen Moment gerade Sorge oder Angst bei dir auslöst.
Manchmal sind Ich ja habe. die Ängste auch diffus. Muss ich eine Angst benennen oder kann ich einfach sagen, auch wenn ich diese Angst habe? Du kannst auch sagen, auch wenn ich diese Angst habe, weil wenn du sie ja in dir spürst, dann ist sie da. Also wichtig ist, dass du dich darauf fokussierst und bereit bist, hinzuspüren und anzunehmen, was jetzt gerade da ist. Und da ist unser Körper wirklich, ja, ein guter Anker für all die Gefühle, ein guter Speicher für all die Gefühle. Weil dann kann ich auch zum Beispiel, entschuldige, dass ich da noch, aber mir fällt gerade ein, dann kann ich auch zum Beispiel sagen, auch wenn ich diese Angst habe, über meine Krankheit zu sprechen oder um Hilfe zu bitten. Das ist Genau. so ein wichtiger Punkt. Ja. Oder auch wenn ich diese Angst habe, stigmatisiert zu werden, habe ich war in einem Gespräch mit COPD Austria, was ja als Raucherkrankheit beschrieben wird, aber dieses, aber du bist selber schuld, ist eine leichter hingesagte und sehr, sehr schmerzhafte Aussage. Ja. Also dann nehmen wir doch das Beispiel, was du gesagt hast, auch wenn ich Angst habe, über meine Krankheit zu sprechen. Also, soll ich das wiederholen oder soll ich? Kannst du Ja, gerne? okay, Kannst du auch wenn gerne? ich Angst habe, über meine Krankheit zu sprechen. Ich habe Liebe, Achtung und Respekt verdient. Ich habe Liebe, Achtung und Respekt verdient. Gerade auch von mir. Gerade auch von mir. Und auch wenn ich diese Angst in meinem Körper habe, Und auch wenn ich diese Angst in meinem Körper habe, über diese Krankheit zu sprechen. über diese Krankheit zu sprechen. Ich habe Liebe, Achtung und Respekt verdient. Ich habe Liebe, Achtung und Respekt verdient. Gerade auch von mir. Gerade auch von mir. Und auch wenn ich diese Angst in meinem Körper habe, Und auch wenn ich diese Angst in meinem Körper habe, über meine Krankheit zu sprechen. über meine Krankheit zu sprechen. Ich habe Liebe, Achtung und Respekt verdient. Ich habe Liebe, Achtung und Respekt verdient. Gerade auch von mir. Gerade auch von mir. Und dann können wir oben auf den Kopf klopfen, so am höchsten Punkt vom Kopf. Meine Angst. Meine Angst. Und an der Augenbraue. Meine Angst. Meine Angst. Neben dem Auge. Da ist die Angst, über meine Krankheit zu sprechen. Da ist die Angst, über meine Krankheit zu sprechen. Und vielleicht magst du einfach mal einen Atemzug nehmen und in deinen Körper hineinatmen, dort, wo du die Angst wahrnimmst oder eine Resonanz auf die Angst wahrnimmst. Und unterm Auge. Die Angst in meinem Körper. Die Angst in meinem Körper. Und vielleicht magst du noch mal hinatmen. Oder einfach atmen und dir vorstellen, du könntest den Atem in deinen Körper hineinsenden. Und unter der Nase. Da ist die Angst, über meine Krankheit zu sprechen. Da ist die Angst, über meine Krankheit zu sprechen. Am Kinn. Ich weiß gar nicht, wie die anderen reagieren. Ich weiß gar nicht, wie die anderen reagieren. Und das macht mir Angst. Das macht mir Angst. Und auf der Brust. Da habe ich diese Angst in meinem Körper. Da habe ich diese Angst in meinem Körper. Und spür mal hin. Vielleicht gibt es da den Ort im Körper, ob das jetzt im Bauch ist, auf der Brust, auf den Schultern, im Kopf, wo du jetzt gerade den Atemzug hinsenden möchtest. Und dann unterm Arm, so eine Handbreit unter der Achsel, auf einer oder auf beiden Seiten. Die Angst, die da in meinem Körper sitzt. Die Angst, die da in meinem Körper sitzt. Und atme nochmal ein und aus. An der Handkante. Und ich habe Liebe, Achtung und Respekt verdient. Ich habe Liebe, Achtung und Respekt verdient. Gerade auch von mir. Gerade auch von mir. Okay, ja. So könnte eine Klopfrunde aussehen. Und wenn dir andere Gedanken dazu in den Kopf kommen, zu dieser Angst, dann kannst du die auch aussprechen. Manchmal ist man sich ja unsicher, auch was man klopfen kann. Kann man auch Dinge klopfen, die man sich vorher aufgeschrieben hat? Wichtig ist, also mal grundsätzlich ja, wichtig ist, dass in dem Moment, wo du klopfst, dass du irgendeine emotionale Resonanz hast, weil EFT bedeutet Emotional Freedom Techniques, Techniken zur emotionalen Freiheit.
Es braucht also irgendwie diese emotionale Komponente da drin, dass wir etwas bearbeiten können. Wenn dich jetzt etwas überhaupt nicht berührt und du sagst, ja, das war mal und berührt mich nicht, dann ist es ein bisschen schwierig zu klopfen. Aber natürlich kannst du auch anfangen, einfach mal zu klopfen und zu schauen, was vielleicht hochkommt. Ob du ja die Emotionen findest, die mit einem Gedanken, mit einer Geschichte, mit einem Erlebnis, oder auch mit einem Körpergefühl irgendwie zusammenhängen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt wütend bin, könnte ich auch, wenn ich gar nicht weiß, warum ich wütend bin oder worüber ich mich gerade wirklich ärgere, der Auslöser war vielleicht irgendein Mensch in Supermarktkasse oder so. Aber das kann auch was anderes sein, dass ich dann einfach in dieses Gefühl nochmal hineingehe und klopfe und dann einfach schaue, was da rauskommt. Ja. Und das kann ja, das kann auch sein, wenn was, wer was gesagt hat, wo ich betroffen war, wo ich mich gekränkt habe. Oder wo ich das Gefühl gehabt habe, ich habe nicht für mich gesprochen, so wie ich das eigentlich gerne wollte. Ich habe die Klopfmethode für mich selbst so verwendet, dass ich einfach viel Güte für mich, ja, und einfach Selbstliebe und dieses, es ist okay, dass das so war, ja, und dass das so Genau. ist. Und das war für mich sehr, sehr befreiend. Also ich bin ein großer Fan, Ja. ein Riesenfan von der Klopfmethode. Ja, genau, du hast das so gesagt. Für mich ist eben das Klopfen, das ist eine aufdeckende Methode. Und wenn du nicht genau weißt, was jetzt dahinter steckt, dann fang einfach an zu klopfen. Und schau, auch wenn, ja, auch wenn da jetzt irgendwie dieses komische Gefühl ist, womit ich gar nicht was anfangen kann. Ich weiß nicht so recht. Ich akzeptiere mich, wie ich bin, oder ich habe Liebe, Achtung und Respekt verdient. Also ein positives Statement dann dir gegenüber und lass dich überraschen, wohin dich der Weg führt. Was Genau. würdest du sagen, wenn ich meine, ich bin jetzt, glaube ich, ein ganz guter Profi, was das betrifft, dieses ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Habe ich ungefähr 400.000 Mal geklopft. Aber es ist nicht einfach am Anfang. Und gibt es da Formulierungen, die du vorschlägst, wenn ich sage, boah, ich liebe mich, ist schon ganz schön heftig? Das Ja, also zum einen kann man das Liebe auch weglassen, einfach nur sagen, ich akzeptiere mich, wie ich bin, oder ich bin gut so, wie ich bin, ich bin okay, wie ich bin. Du kannst auch sagen, wenn es ganz schwierig ist, ich öffne mich für die Möglichkeit, dass ich gut bin, wie ich bin. Ich öffne mich für die Möglichkeit, dass ich liebenswert bin, mit allem, was ich mitbringe. Also da ist wirklich ganz wichtig, dass diese Selbstakzeptanz, diese Aussage über die Selbstakzeptanz, dass die keinen Widerstand hervorruft. Du musst es nicht 100% glauben, aber du solltest nicht sagen, nee, also, weil ich die Krankheit habe, man kann mich nicht lieben und ich kann mich auch nicht lieben, so wie ich bin. Das kann ich doch nicht sagen. Dann nimm lieber etwas anderes. Oder eben habe ich Liebe, Achtung und Respekt verdient. Also öffne mich dafür, dass ich gut bin, so wie ich bin. Also auf diese Art und Weise gibt es ganz viele Formulierungsmöglichkeiten. Was mir sehr gut gefallen hat, war dieses, ich habe Liebe, Achtung und Respekt verdient, gerade auch von mir. Ich glaube, das fängt wirklich damit an, dass wir sagen, wenn wir etwas im Außen haben wollen, dann dürfen wir lernen, uns das auch selbst zu geben, damit dann nicht auch noch so eine Trotzgeschichte kommt, die sagt, aber ich, weil ich quasi, du musst jetzt, sondern zu sagen, okay, ich gebe mir den Respekt und die Wertschätzung, gehe so auch mit mir um und indem ich das tue, zeige ich dann auch anderen, wie sie sozusagen mit mir umgehen dürfen, weil ich mache das für mich selber und dann sehen sie, wie ich mit mir bin und es ist eine Einladung, dieses Verhalten nachzuahmen. Ja, das hast du mega schön gesagt. Das ist ganz schön. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Das, was wir uns selber gegenüber geben, strahlen wir aus und ziehen das dann damit auch an, dass andere so mit uns umgehen, wie wir mit uns. Super schön. Ich weiß ja jetzt auch schon, dass es eine ziemlich große Forschung gibt für dieses Emotional Freedom Technik,
für diese Klopfakupressur, weil man das ja auch verwendet hat, um mit traumatisierten Menschen in Kriegsgebieten zum Beispiel oder die vom Krieg heimgekommen sind, da hat man viel Forschung gemacht. Das heißt, es wird sehr gut erforscht, was diese Punkte machen und wie das wirkt, weil man das eben immer nachmachen kann. Also es ist, sind diese Punkte, wir haben es eh nochmal der Handklopfpunkt, der Punkt da oben, dann war der Punkt hier, dann da, unterm Auge, unter der Nase, unter der Lippe und hier und der letzte war hier. Verfolgst du das ein bisschen? Und wenn man sich dafür interessiert, was da für Forschung gibt, wo kann man sich denn da noch näher informieren? Also wenn man sich dafür interessiert, dann gibt es für also sehr viel im englischsprachigen Raum natürlich, weil auch selbst wenn Studien in Deutschland zum Beispiel durch Michael Bohne auch initiiert und gemacht werden oder wo er sich mit dran beteiligt, dann sind die alle auf Englisch verfasst. Und so findet man bei Dawson Church, EFT Universe, findet man eine riesige Bibliothek an Studien zu allen möglichen Themen. Und Hans-Hermann Bertz von EFT-Berlin.de, er hat sich so seine Passion ist, zumindest mal die Kurzzusammenfassung auf Deutsch zu übersetzen und dann den Link zu der Studie zu stellen. Also wer wissen möchte, was für Studien es gibt, ja, worüber und was sind jetzt so die neuesten Erkenntnisse, der kann sich auf seiner Homepage dann zumindest eine Zusammenfassung anschauen. Dann und werden wir das einfach unter dem Video hinstellen. Genau. Nachher. Ja, das ist gut. Mhm. Ich weiß jetzt, Klopfen ist etwas, das man machen muss. Und das manchmal ist es so ein bisschen schwierig, auch das zu üben. Du hast eine Facebook-Gruppe. Kann man sich da auch Informationen holen, jetzt auf Deutsch oder mit Klopfen? Oder welche Möglichkeiten bietest du an? Ja, also es gibt die Gruppe Klopfkongress Austausch. Die ist gegründet worden von Michaela Tiede, die Klopfkongresse, Online-Klopfkongresse in den vergangenen Jahren durchgeführt hat. Und im letzten Jahr habe ich mit einer Kongresspartnerin ebenfalls einen Online-Klopfkongress durchgeführt. Also in dieser Gruppe gibt es ganz viele Menschen, die entweder Therapeuten sind, Klopfprofis sind oder auch eben Menschen, die ja die verschiedensten Themen haben, wo man sagen kann, ich möchte da gern mehr darüber erfahren, wer kann mir da etwas Informationen dazu geben. Außerdem in der Gruppe kann man ja Angebote finden, sodass jeder finden kann, mit wem könnte ich vielleicht zusammenarbeiten wollen oder welche Kurse gibt es, wann ist da etwas, was für mich jetzt stimmig ist. Und einmal, jetzt dieses Jahr wird es keinen offiziellen Online-Klopfkongress geben, aber wir haben jeden Monat Fachgespräche zu verschiedensten Themen, wo die verschiedensten Menschen kommen können. Und wenn jetzt dich als Zuschauerin oder Zuschauer mal zu einem Thema es interessiert, deine Erfahrungen auch mit einzubringen, wärst du herzlich eingeladen. Also es ist dann keine Runde, wo nur Profis diskutieren, sondern es soll wirklich ein Austausch sein, der anderen dann auch weiterhilft. Das heißt, da kann man sich dann anmelden, wenn man zum Beispiel sich bei dir für den Newsletter anmeldet. Genau. Super. Na, das klingt interessant. Du stellst dir auch noch ein kurzes Video zur Verfügung, wo du nochmal eine Übung auch machen wirst. Auf die freue ich mich auch schon sehr. Und die wird dann auch nach diesem Video veröffentlicht. Super. Und da wird es ums Thema Angst gehen. Möchtest du dann noch kurz darüber sprechen? Ja, ist eigentlich so das, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe, dass wenn wir Angst haben in einem Moment, dann beruht diese Angst auf Erfahrungen, die da sind, die wir irgendwann mal gemacht haben. Und ich möchte in dem Video dann gerne vielleicht eins oder zwei verschiedene mögliche Ängste aufgreifen und dann zeigen, wie wir das klopfen können. Weil
etwas, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, das transportieren oder transponieren wir auf die Zukunft und glauben, dass die Zukunft genauso sein würde, wie wir es in der Vergangenheit erlebt haben. Und je mehr wir das voneinander trennen können und sagen, das war eine Erfahrung, die war nicht angenehm, aber jetzt habe ich eine neue Situation oder ich weiß ja gar nicht, wie die Situation wird. Und dann sich selber zu unterstützen, offen zu sein, die Situation wirklich ganz neu zu erleben. Und kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, wie erstaunt wir dann manchmal sein können, dass sie wirklich vollkommen anders rauskommt als erwartet oder als bekannt. Also wenn wir uns da diese Möglichkeit geben, zum einen habe ich nicht vorher schon den Stress und zum anderen nutze ich dann in dem Moment wirklich alle meine Ressourcen, alle meine Fähigkeiten. Und das sind andere als zu dem Zeitpunkt vorher, den ich noch in der Erinnerung habe. Ja, das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir ja lernen mit den Situationen, die wir erleben. Super. Ja, eben, es ist ja wirklich wichtig, dass EFT mehr Kraft bekommt, weil du es wirklich selber in der Hand hast, etwas zu tun. Du bist nicht angewiesen auf andere und du kannst damit teilweise eben Therapien unterstützen. Das ist das eine und teilweise auch ja zügiger Erfolge erzielen als mit anderen Methoden. Und so schaut man dann, dass es irgendwie eingebunden wird. Danke dir sehr herzlich. Das war ein sehr interessantes Gespräch und wieder ein bisschen mehr über das Klopfen gelernt. Ich bin am Ende meiner Fragen angekommen. Vielen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich bin sicher, da wird man sich viel mitnehmen können. Ja, ganz herzlichen Dank nochmal für deine Einladung. Und vielleicht noch so zum Abschluss, wenn du das Klopfen kennst, wenn du die Punkte kennst, du kannst im Grunde genommen nichts falsch machen, außer dass du es nicht nutzt. Genau. Super. Ich danke dir. Danke.